So, da bin ich wieder. Oh, ich habe schon wieder Alzheimer, Mann. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt ein Dings gemacht? Habe ich jetzt... Ich muss gerade mal gucken. Ach nee, ich habe ja... Ach so, ja, stimmt ja. Siehst du. Ja, Alzheimer, das kommt halt mit der Jahre. Das ist einfach... Also ich weiß, mit der Rundenzeit, da es keine Truhe gibt, ja, kennen wir alles. 1,8. Naja, ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Am besten nicht die ganzen Zäune mitnehmen, das ist behindertlos. Dann bist du behindert, weißt du? Ich meine, manche Leute sind das auch so, aber... Das ist... Das war schlecht. Nein, lass dich mitnehmen. Oh, Alter. Das bremst doch alles. Oh, stinkt hier immer noch auf WD-40, Alter. Das ist doch... 3, 4. Oh, das... Das ist gemein. Das ist gemein. Nur 64 Millisekunden über Silber. Das ist doch krank. Naja, haben wir jetzt Bronze, das ist halt wichtig, das ist halt das Wichtigste. Oh. Smurf 153, ich weiß. Hier, Quank A3, der ist krank. Oder der hat einen kranken A3. Naja. Hm. 40.000 habe ich schon, Alter. Das häuft sich ja. So, dann haben wir das gemacht. Das hebt sich aber ab hier, ne? Das, naja gut, das geht. Metal Smash Derby. Metal! Naja. Wer Metal hört, versteht das denn, aber die anderen, das... Naja. Farmlands. Diese Strecke führt eine ländliche Gegend über einen Bauernhof und vorbei an schöner Landschaft. Naja. Über schöne Landschaft lässt sich ja streiten. Ich will erstmal wieder das Flugzeug explodieren lassen. Genau. Das war diesmal kein Billigflugzeug aus dem Aldi. Das explodierte auch wirklich. Das ist wie mit einem Böller an Silvester. Manche explodieren, manche nicht. Nicht gegen Bau. Alter. Das war aber nicht gegen Bau. Irgendwie ließ sich das aber nicht ganz so ver... Alter. Das war... Alter, das sah geil aus, Mann. Richtig geil. Hammerkrank, Mann.
Das hat ja geil aus. Oh. Das ist die Puppe gerade noch gegen die Wand geflogen. Oh, ich habe ein Cabrio. Schön. Mit Cabrios fahre ich ja sehr gern. Ist auch schön, wie die alles ging durch die durchs Auto kommt. Das ist bisschen Hartweizen, das geht direkt durchs Auge. Drei Runden. Oh, die ist schon verschrottet. Ich habe die Wald geschrottet. Mein Auge sieht auch sehr gesund aus. Muss ich da auch mal zu sagen. Aber wir sind, die Motorhaube ist noch drauf. Und ich habe Tag da auf die Tür. Ja, habe ich jetzt mal auf die Seite gelegt. Der musste erst, der war müde, der hat sich erstmal schlafen gelegt. Mitten im Rennen sich schlafen legen ist auch mal schön. Mache ich hin und wieder auch mal. Ein Dritter. Ich hab die Dritten. Wegen Zähne und so, weißt du? Ich hab die Dritten. Aber weil ich die Dritten habe, werde ich das Rennen mal wiederholen. Weil ich habe keine Haftcreme, weißt du? Oh, es war schon wieder ein Billigflugzeug aus dem Aldi. Das ist nicht explodiert. Immer diese Billigflugzeuge aus dem Aldi, Alter. Das ist so. Ist einfach sehr gesund. Mensch, was fliegt hier alles so rum, sagen wir. Gut, dass hier keine Menschen rumstehen. Stell dir mal vor, ich würde einen Reifen in die Fresse fliegen. Das wird ein bisschen wehtun. Obwohl ich das mal hatte. Ich war halt müde, bin halt rausgegangen und da stand auf dem Wagen, eigentlich auf dem Geländewagen, ja nicht Geländewagen, sondern Transporter, da stand da Reifenfräse drauf und ich habe Reifenfresse gelesen. Also, das kann man sich im Zusammenhang sehr gut vorstellen, da hast du eine Reifenfresse, wenn du so einen Reifen in der Fresse kriegst. Also das... Oh, du bist schon erster Mensch. Ich sollte mal öfters reden, während ich fahre. Das, da wird man gleich erster. Das ist sehr schön. Schnellste Runde. Wenigstens habe ich das Ersatzrad noch. Da bin ich immer noch das fünfte Rad am Wagen. Also ersatzradmäßig. Komisch, dass das Gerüst auch an der Decke so hängt. Wir gar nicht wissen, wie die Bauarbeiter das da festgemacht haben. Ja, ich habe schon wieder Tag da auf dem Tür. Das Vielleicht will ja noch eine Frau mit einsteigen. Deswegen habe ich die Tür auf. Kennt man ja so an der Bordsteinkante, weißt du. Obwohl Bordsteinkanten sind hier ja nicht.
Die haben sehr hochgeklappt. Kennt man ja zu Genüge. Na gut, der macht zwei, der ist veraltet, aber naja. Erste Position. 900 Kronen. Naja. Bist schon Zahnkronen. Weißt du, so. Kriegst eine Zahnkrone. Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir wenigstens eher vorstellen als eine Krone auf dem Kopf. Erstmal eine Zahnkrone, weißt du. Obwohl 900 Zähne in der Fresse, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Da musst du ganz schön viel beim Zahnarzt blechen, wenn du 900 Zähne hättest. Ich will kein Haifisch sein. Also so ein Hai, der hat mindestens über 100 Zähne oder so. Dem beim Zahnarzt erleben, was er da bezahlen muss, also das will ich einfach nicht erleben. So, weiter geht's beim Carnage-Mode. Bei einer meiner Lieblingsaufgaben, Ring of Fire. I got the ring of my fire. Da fällt mir ein Lied ein. Ich hab einen Ring um meine Eier. Fire. Er schnürt mich ein, das tut so weh, auweia. Und das macht mich geil. Und macht mich higher. Ring of fire. Yeah. Alter. Mensch. Fahren Sie in die Wurfzone. Wieso sind wir bei... Sind wir bei der Hundezucht oder was? Naja. Schleudern, Alter. Meine Waschmaschine ist aus, Alter. Die kann ich schleudern. Und schleudern Sie Ihren Dummy auf die Feuerringe. Versuchen Sie, die Flugkurve an der Form der Feuerringe anzupassen. Nach dem höchsten Punkt zeigen die Ringe leicht nach links. Halten Sie sich mit der Flugsteuerung auf Kurs. Ihr Ergebnis hängt davon ab, wie viele Ringe und wie mittig sie die Ringe getroffen haben. Ist halt das neue Dating-Portal. Da kann man einfach Ringe treffen. Und ja. Da bin ich eigentlich ganz gut. Von den Grafis sieht er auch sehr gut aus, finde ich. Witzig. Ja. Witzig. Nein, ja, komm. Los, komm. 7. 8. Komm, Feuerwasser. Ja. Oh, das Bad. Das sieht so realistisch aus, ne? Das Wasser und alles. Das sieht hammerrealistisch aus, finde ich. 1299 Punkte. Mir ist schon Silber verdient. Ich habe 3 Runden. Ich sag ja, ich bin da gut drin. Und ich sehe auch geil aus, so grafisch auch mäßig. Oh, Entschuldigung, ich will ja im letzten Play nicht mehr rülpsen, aber oh. Das war schlecht!